So, das sollte jetzt auf jeden Fall ein Upgrade sein. Wir haben ein bisschen Münzen verloren und so, aber ich denke in the long run. So, wo ist jetzt schon wieder ein Wegblock? Ich hasse es, ne? Wo, wie, wieso? Where's the problem? Ihr habt doch hier gerade erstmal die Sachen weggehauen. Ach, das Game ist doch komplett verbuggt, ey. Was soll das? So, es sind hier erstmal keine neuen Häuser dazugekommen, leider. Hier ist das schade. Und genau hier kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht. Hier habe ich jetzt mich eigentlich geeinigt, dass da ein Wohngebiet hinkommt, ne? Sonst dann käme die nächste Weizenfarm hier hin. Nein, also hier quasi die Milchwirtschaft. Es should be an option. Nice. Ja, das brauche ich halt gerade auch noch nicht. Sodele. Oh. Achso, nee. Das war immer noch das. Ist echt ein kurzzeitiges Gedächtnis vom Goldfisch, habe ich. Gucken wir mal, ob wir einen Bittel gerade hinbekommen. Ja, sonst genau, kann ich eben hier auch bald mal schauen, dass ich wieder welche von den Neuankömmlingen dort ansiedel in unserem Militärfort. Wie schaut's aus? Wir brauchen nur noch dieses eine Privileg. Den stattlichen Beitrag. Und dafür brauchen wir nur noch 15 Einfluss. Und dann gehen wir hin und kümmern uns um... wie hieß das hier? Das Arbeiterschaft, glaube ich, ne? Kein Problem, Freunde. Also gerade aktuell nicht. Wir haben aber deutlich weniger Bären, als wir mal hatten, habe ich gerade das Gefühl. Ich werde hier auch noch eine zweite Sammlerhütte jetzt hinklatschen, würde ich sagen. Die war hier. Ist auch nice, dass Bier einfach bei der Nahrungsproduktion mit dabei ist. In dem Tab. Ergibt Sinn, I guess. So, wir können hier auch hingehen und dann die Sachen mal freischalten mit dem ganzen Geld, was wir haben, oder? Dass wir die einfach schon mal haben. Die Jagdhütte brauchen wir safe dann auch, wenn wir die Taverne bauen. Darf ich eigentlich auch nicht vergessen. Ich glaube, die Jagdhütte bauen wir hier vielleicht mal hin, oder? Ja, we'll see. Wir haben auf jeden Fall hier, ich glaube, 3 Neuankömmlinge. Ja, es sind sogar 4. Einer hat sich versteckt. Genau, wir haben hier jetzt die Jagdhütte, das ist cool. Wir haben hier jetzt auch die Zone. Super. Klasse. Und hier haben wir die 3 neuen. Hier, sorry. Sorry, 4. Ne, ich wollte nicht die Mauer auswählen. Ich wollte unser Militärfort auswählen und hier dann einfach alle 4 mal zuweisen. Because we can. Wir haben niedrige Wohnfläche. Es ist so eine Lüge. Mir wird hier dreist ins Gesicht gelogen. Wir haben hier eine riesen Menge Wohnfläche. Wir haben dort eine Menge Wohnfläche. Und als wäre das nicht genug, haben wir hier auch jeweils eine hohe Attraktivität noch. Und wir haben hier noch das bisschen. Ach, ich krieg echt die Motten hier. Es ist echt schwierig. Ah, okay. Die Brauerei scheint hier die Attraktivität deutlich zu reduzieren. Reduzieren, das ist das Wort. Erniedrigen hatte ich gerade im Kopf. Ich war so, nee, das ist es nicht. So machen wir das Ding mal wieder aus. Und es ist ja schon wieder echt ein höllisch neues Wetter. I love it. Werkzeugproduktion. Ah, sieht gut aus. Sieht super aus, oder? Das sind alles unsere Werkzeuge, ne? Quasi. By the way, wir brauchen hier ein Lager noch für Werkzeuge. Das wisst ihr ja immer, da
50 Kilometer laufen. Wollen wir denn Werkzeuge haben sammeln? Wo sammeln wir Werkzeuge? Das kann man auch irgendwo anschalten, oder? Hier. Ah, dort und dort. Nee, hier sammeln wir aber keine. Okay, das heißt... Also, kann ich wieder ausmachen? Oh, ne? Also ich würde sagen, wir verkaufen mal ab... Ab 100, I guess. Wir gehen hin und bauen hier nochmal ein weiteres Lagerhaus hin. Oder? Oder wie sieht es hier eigentlich mit diesem aus? Wir können auch literally Disney hier nehmen und hier noch Werkzeuge sammeln, oder? Ich glaube, das ist besser. So, zwei Neuankömmlinge und... Warte mal, wir haben doch hier... Yes, let's go. Unsere neue Sammlerhütte. Wie sieht's aus? Königreich, 16 Einfluss. Wir haben... Können wir eine mittlere Mission gerade starten? Ja, sieht... Ja doch, ich denke, das wird reichen. Nee, na, hoch. Eigentlich will ich immer nur maximal nehmen, dann stimmt halt eben keiner. Dann nehmen wir hier eben noch die adlige Eskorte mit. So, das reicht. Perfekt. Soweit, so wunderbärchen. 17 Einfluss, ja, there we go. Wir haben hier jetzt das Upgrade von diesem Wohnhaus und wir bauen hier das nächste Wohnhaus hin. Sehr cool. I like that. Also for real, das ist super. Wir haben hier... Weiß auch nicht, was ich... Also, keine Ahnung. Wie kann ich denn nochmal den Pinsel ändern? L. So, das ist wirklich, weil es hier schon mal eckig war wegen dem, von der Territoriumsgrenze und jetzt habe ich es halt nicht mehr. Aber erstmal ein Schlückchen Wasser. By the way, unsere neue Schatzkammer wurde gebaut. Sie sieht wirklich spektakulär spannend aus. Sehr interesting. Wir haben aber auf jeden Fall jetzt ein Limit von 1490. Das ist schon mal deutlich besser. Unser Geldfluss sieht nach wie vor recht stark aus. Wir machen sehr viel Geld durch Handeln und durch Steuern. Things you love to see. Wir werden mehr Bieren sammeln. Wir haben natürlich jetzt auch langsam echt wieder... Ich will nicht sagen Nahrungsproblem, aber wir haben Nahrungsproblem, I guess. Also, es ist halt noch kein Problem. Aber es fängt schon langsam an, knapp zu werden, würde ich behaupten. Also, wir machen gerade quasi einen Minus. Wollen wir sagen, wir hören auf, Fisch zu verkaufen? Ich würde sagen, Nahrung zu verkaufen ist halt immer so ein bisschen risky. Und hier würde ich sagen, wir kaufen uns immer mindestens auf 200 hoch, also ungefähr grob, wie viel Bewohner wir haben. Deswegen gehe ich jetzt schon mal ein bisschen höher, quasi zur Sicherheit. Ja, und ansonsten, genau, wir wollen hier halt auch neue Nahrungsfelder... uns drum kümmern. Und ich würde sagen, wir kaufen dann hier schon mal dieses Territorium und hier die Milchwirtschaft hinzuklatschen, oder? Ich würde sagen, hier Territorium Milchwirtschaft. Ich würde sagen, hier Bier. Dort nochmal ein bisschen Weizen. Sounds like a plan, oder? Ja, I did it. So, Milchviehhof.
Ich mach mal gerade wieder Territoriumsgrenzen an. Wir fangen einfach tatsächlich dann mal so ein bisschen hier an, oder? Ich glaube, ich werde dann hier halt nochmal eine Hecke wieder außen rum bauen. So, hier haben wir den Milchviehhof. Und dann werden hoffentlich hier auch Häuser hinkommen, wo dann... Also, weil sonst ist ja viel zu weit weg von den Wegen. You know? Also, naja. Erstmal können wir hier noch die Soldaten weiter ausbilden. Dann haben wir natürlich aber auch die Käserei. Und ich hoffe, ich weiß nicht, verringert die Attraktivität? Das sieht nicht danach aus. Weil dann würde ich die natürlich auch relativ gerne hier hinhaben, wo auch dann die Häuser und so hinkommen. Ich glaube, sonst sieht es auch ein bisschen out of place aus. Vielleicht hier. Hier so hin. Die Käserei. I guess I like that. Okay, so laufen wir jetzt hier einmal durch. Weiß ich, finde ich das schlimm? Ich glaube nicht. Ich glaube, das finde ich okay. Ich habe hier auch extra quasi ein bisschen Platz gelassen. Ich glaube, das finde ich okay. Also hier, das fand ich schlimmer. Weiß jetzt auch nicht ganz so sicher, wieso, aber... Ist halt so. Oh. Okay, Freunde. Hallo, hallo. Wieso funktioniert das gerade mit dem... Oh. Okay. Gott, ich habe gerade zu viele Sachen im Kopf. Ich würde gerne die Anbaufläche hiervon sehen. Damit ich dann hier... Wieso ist jetzt hier die Hecke weggegangen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, wie kriege ich jetzt einen neuen Knoten hin? Von hier. Kann ich. Ich glaube, es geht aber nicht. Oh, ich kann eine Wand krümmen. Ich habe gerade viel zu viele Sachen im Kopf. Ich krieg gerade irgendwie eine Krise. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Whatever, dann machen wir hier weiter. Ich peil's gerade neu. Also diese Wand beziehungsweise Hecken oder was auch immer, Mauerfunktion, die macht mich echt fertig. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Die macht mich echt fertig. Ich finde die so nicht intuitiv. Ich finde die einfach nur krampfig. So geht's, aber wenn du irgendwie was bearbeiten willst oder so, oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung, dann ist echt immer Horror. Ich weiß gar nicht, wie viele Kühe kann man hier so züchten, wie viel macht überhaupt Sinn? I don't know. So, das ist jetzt hier die Attraktivität, ne? Aber die Fruchtbarkeit hat sich dadurch nicht verändert. Cool. Things you love to see. Die Frage ist halt hier immer noch, wieso... Kommen hier keine Wohnhäuser hin? Ich glaube, ich erweitere hier nochmal das Wohngebiet einfach. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Genau, nach hier wollen wir dann eben, wie gesagt, weiter die Weizenproduktion ausweiten. Wollen wir noch einen zweiten Milchviehhof hier dann direkt hinbauen? Wo wir schon mal dabei sind.
Das würde nämlich, glaube ich, relativ gut passen. So ein bisschen halt, ne, nicht zu sehr zu diesem Wohngebiet hin, damit die Attraktivität dort nicht zu sehr runtergeht. Ah, hier hat sich, glaube ich, noch ein weiteres Haus hingesneakt. Habe ich gar nicht mehr bekommen. So, zwei Käse. Käse. Oh, Junge. Und ich sehe unsere Nahrung. Dann wird's eng. Wir brauchen definitiv einen neuen Speicher. Ich hätte jetzt halt gedacht, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir hier diese ganzen Sachen haben. Das ist eigentlich unschön, weil das hier scheinbar auch echt das Ding einschneidet. Ich dachte bis dahin... würden hier halt schon einige Wohnhäuser stehen und dann könnte ich mich daran orientieren, wo ich den Speicher dann hinbaue, quasi. Ja, dem scheint nicht wirklich so zu sein. Aber hier würde doch gut einen Speicher hinfassen. Oder? Hier? Ich glaube, mir gefällt das. Und dann... Können wir eigentlich sagen, theoretisch hier kommt sonst auf jeden Fall auch nochmal einer hin. Nee, ich würde sagen eher so rumdrehen. Weil wir hier auch dann nochmal fürs Spiel sammeln und sowas. Deswegen Speicher können wir eigentlich gefühlt auch nicht genug haben. Und ja, wenn ich hier da hinten die Mauer oder die Hecke erweitern, muss ich das hier eigentlich auch machen. Also schade, ich hätte es eigentlich irgendwie cool gefunden, aber auf der anderen Seite so, wie hier das Weizenfeld durchgeschnitten wird, bin ich nicht so ein riesen Fan von. Sodele, Brot sieht actually auch gerade ein bisschen empty aus, wie Mehl funktioniert, aber es liegt, glaube ich, nach wie vor hauptsächlich noch am Weizen. Fisch ist, ja, immer so ein bisschen an der ganzen Beeren, aber ja, es sieht schrecklich aus gerade. Weg blockiert. Geht doch außen rum. Macht mich fertig. Wisst ihr das eigentlich? Wisst ihr eigentlich, wie fertig ihr mich macht? Ich glaube, sie wissen es nicht. Gut, auf der anderen Seite, was wir auch gerade noch bedenken müssen, wir haben halt auch dieses Unwetter-Szenario gerade. Das High... Also diese... Das sehe ich ja jetzt erst. Ach du Scheiße. Ach du heiliges Blech. Oh Gottes Willen. Was geht denn mit denen ab? Das ist so ein Sprungbrett einfach so in die Büsche rein. Das ist natürlich nicht so gewollt von mir. Aber, also, I mean, was soll ich tun? Ne? Ist so ein bisschen, wie es ist. Wir haben... Die haben jetzt hier alles. Also, dass ich diesen Punkt nochmal erreichen würde. Das heißt, wir können uns jetzt um... Ich glaube, hier züchte ich nochmal ein paar mehr und dann hier ein paar weniger, oder? Also, boah. Aber gut, da kommt jetzt auch ein neues Haus hin. Das ist sehr cool. I like that. Question mark ist... Mal kurz die ganze vom Territorium wieder ausschalten. Was machen wir jetzt nochmal genau? Wir wollen weitermachen bei dem Thema. Wollen wir direkt die Steinkirche bauen? Bevor wir. Wir brauchen dringend neue Gottesdienstplätze. Aber warte mal. Ich möchte gerade einmal mal kurz hier unsere Kühe bewundern. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Oh, schön. Also, die laufen zwar alle irgendwie wild ineinander, durcheinander und im Boden drin rum, weil wir kennen das Problem mittlerweile. Aber, ich guck mal, ob es hier noch... Nee, irgendwie so eine bessere Ansicht kriege ich, glaube ich, nicht hin. Aber es ist... Oh, wobei. Boah, das ist auch schön.
Ja. Wo war ich denn stehen geblieben? Bessere Tage werden kommen, das ist schön. Wir werden jetzt diese Steinküche bauen, weil wir brauchen es wirklich. Unser Plan wäre ja so ein bisschen hier halt erst immer bei allen Sachen schön viel Sachen freizuschalten und dann da erst wieder weiterzumachen, nachdem ich diese ganzen Sachen freigestellt habe. Aber Stand jetzt. Ich habe kein Holz mehr. Oh. Das ist eine Sache, um die wir uns gerade noch kümmern müssen. Ja, Stand jetzt ist es auch irgendwie so, dass ich mir denke. Dass ich irgendwie nicht so richtig multitaskingfähig bin und nicht irgendwie gleichzeitig reden und denken kann. Und machen kann. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ja, machen wir. Das sollte erstmal genug sein. Grüße, hörst du? So, kein Zugang zum Gottesdienst. Wir kümmern uns jetzt darum, weil wir wollten ja erst diese Sachen hier ein bisschen freischalten und dann wieder darauf zurückkommen. Und deswegen wollen wir jetzt eigentlich bei Arbeiterschaft weitermachen, aber wir brauchen gerade wirklich diese Kirche. So, wir brauchen aber eine mit steinernem Glockenturm. Steinbogen. Ich glaube, das ist so einer. Also ist egal. Ich glaube, auch wenn es da so nicht steht, dann zählt es quasi trotzdem. Wir haben eine Apsis, wir haben eine Kapelle, wir haben einen Turm, wir haben das Kirchenschiff. Boah, wieso ist das jetzt gerade so versetzt gewesen? I don't know. Wir wollten hier, glaube ich, ein bisschen Platz lassen. Können ja auch ein bisschen auf den Strand draufbauen, oder? Das wäre echt die Überlegung. Tatsächlich sogar so rauszubauen, oder? Ich hoffe, das klappt alles so von den In-Game-Bau-Mechanics und so. Aber ich finde es gerade auch tatsächlich halt optisch gar nicht so schlecht. So, hier kämen dann machen wir zwei Türme dann hier. Das klappt leider, das ist nicht wirklich vom Snappen her. Oh, die sind echt klein. Dann kommt hier wieder ein großer hin. Ja, das ist jetzt auch wieder ein Problem hier mit der Abschüssigkeit. Wenn wir es so machen, reicht uns das? Ne, ich glaube, dann mache ich tatsächlich hier das Kirchenschiff nochmal deutlich größer. Gehe dann in so eine Richtung hin. Ich finde es schön, wie man hier gerade noch diese Wassergeräusche im Hintergrund hört. I like that. Ich glaube so. So, wir können hier jetzt noch die Seitenkapellen reinbauen, ohne dass das komplett überdimensioniert aussieht. Ich könnte sogar sagen, ich baue die hier hin. Wird ein bisschen zu eng, I guess. Naja, nee, frisst nicht wirklich. Ich glaube, das muss ich leider rausnehmen. Das wird nichts. Wir werden hier dann die Tür haben. Können wir vielleicht den Bogen über die Tür. Funktioniert die Tür dann noch? Boah, ich bin mir echt nicht so sicher, ob das dann klappen wird oder nicht. Aber ich glaube, ich probiere es erstmal so aus. Ich finde es so. Ja, ist nicht. Ja, komm. So ist, glaube ich. Ja, so ist, glaube ich, okay. Ja, wie ich die hinzufüge. Oh, das ist doof, dass das jetzt gedreht ist. Kann ich das. Nee, geht leider nicht. Hier sieht es ja auch irgendwie nicht so cool aus, wenn es nur da steht. Aber hier ist wenigstens richtig gedreht. Warte, muss ich das dann nehmen und dann einmal so drehen? Scheinbar. Ich muss natürlich auch die Tür nehmen und die wieder umplatzieren. Ich könnte natürlich auch sagen, ich klatsche halt auch nochmal Seitentüren rein. Ich glaube, das werde ich tun. Sicher ist sicher. Und ich glaube, ich werde auch hier nach hinten eine Tür rein platzieren.
Ich habe keine Ahnung, wo man eigentlich diese Zielfenster hier hin platzieren soll, weil irgendwie snappt das nirgendwo dran. Da. Und da würde man es ja quasi kaum sehen. Ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir lassen das jetzt erst einmal so und hoffen, dass das auch gut neue Kapazitäten in diesem Thema bringt. Wobei, ich kann nochmal das Ding im Gesamten mir anschauen. Oh no. No. Oh, ich verstehe es nicht. Ich dachte, ich breche damit den Vorgang ab, das zu verschieben. Stattdessen passiert das. Oh. Ah, schon wieder. Ich find's so nicht intuitiv, Mann. Und jetzt ist alles wieder verrutscht. Wäre echt zu viel. So. Wie kriege ich denn jetzt dieses ganze Gebäude nochmal ausgewählt? Dass das im Ganzen nochmal verschieben kann. Explain it to me. Nein, ich will es nicht verdrehen. Okay, kann mir irgendjemand hier helfen? Das ist doch... Okay. Okay. Ich akzeptiere das so. Und hoffe, ich treffe jetzt einfach zufällig hier irgendwie die Mitte, weil ich sehe es ja nicht wirklich. Ja. Hallo? Ah, ja, jetzt geht's nicht mehr zusammen. Ja, cool. Ja, dann lassen wir das so. Wobei ich... Wieso hängen jetzt die Kreuze eigentlich hier in der Luft rum? Wieso bleiben die da nicht da dran? Diese, guck mal, es steht doch hier literally, es muss verbunden sein. Aber dann denken sie sich einfach so, nö, ist okay. Ich glaube, das ist jetzt einfach, was das ist.